Boah, echt jetzt? Gassi. Was ist die Wootbox? Alle weiteren Infos findet ihr dann auf der Seite von Wootbox. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Dort spart ihr sogar ein bisschen, solltet ihr ein neues Abo abschließen und unterstützt mich damit. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem Unboxing der aktuellen Wootbox. So, mein Kleiner, tob dich schön aus. Ich mach euch alle nieder. Schnibbeli schnapp, schnibbeli schnapp. Ich werde Rubin-Millionär. Ein Paket für Herrn Arbeit. Ich stelle es hier so hin, ja? Okay, ich stelle es einfach hier so hin. Die Wootbox ist da. Ja, so sieht sie aus, die Wootbox. Danke, lieber DPD-Fahrer, für dieses formschöne Ding. Es ist ja nicht so, dass auf der anderen Seite die Wootbox ja etwas anders aussieht und man sie sich sozusagen ins Regal stellen kann, an die Wand hängen kann, so wie ich das mache. Das hat sich hier wohl erledigt. Nichtsdestotrotz, wir werden sie jetzt mal öffnen. Wolverine, ich hoffe, du hast dem ordentlich in den Arsch gebissen. So, gucken wir mal, was los ist. Hier seht ihr das auch nochmal richtig schön. Die Wootbox, ja, okay, ist so in Form schönes Logo in schwarz gehalten. Und hier ist die Stelle, die komplett im Eimer ist. Das wird nachher nochmal richtig interessant werden. Und als allererstes sehen wir hier 80 Jahre Batman. Und wir haben einen Batman-Schlüsselanhänger mit bei. Auch die Verpackung hier außen ist ein wenig kaputt. Ich werde das Ding mal rausholen. So sieht der Schlüsselanhänger aus. Er ist schwarz. Ein Batwing-Schlüsselanhänger in schwarz. Nicht viele Details. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch? Ein Kopftuch von V wie Vendetta. Remember, remember the 5th of September? Ist doch die September-Wootbox. Ist doch eigentlich diese 5th of November. Keine Ahnung. Auch das Ding kam wieder relativ spät, die Wootbox. Ich lasse das Ding mal eingepackt. Gucken wir, was gibt's noch? Natürlich eine Q-Fake. Mittlerweile wird es langweilig. Voldemort von Harry Potter. Und auch das Ding ist leicht lediert. Die Figur zum Glück nicht. Wer ein anderes Video von mir sich schon mal angeguckt hat zu den Unboxings Wootbox, der weiß, Harry Potter ist nicht so meins. Da gab es mal diesen Zauberstabstift. Wem es gefällt, die Figur sehr schlicht, weniger Details als bekannt, auch der Sockel nur schwarz. Aber es ist noch etwas drin gewesen, nämlich der Pin von September 2019, Darkness Wootbox. Es ist eine Maske oder so. Keine Ahnung, wo das zugehört. Wer da Ahnung hat, gerne unten einmal in die Kommentare posten. Ich weiß es echt nicht. Sieht aber ein bisschen cool aus, oder? Ich habe das Ganze nochmal aufgebaut, zusammengestellt und drapiert. Hier sehen wir Voldemort, den Batarang und das Kopftuch. Hier nochmal der Pin und wie die Wootbox von außen aussehen könnte, wenn sie nicht so schön zerstört wäre. Sie hält auch nicht mehr von alleine, muss geklebt werden. Schade drum.
Und das war's mit der Wutbox im Moment mal. Fehlt da nicht etwas? Ja, und zwar das T-Shirt. Diesmal endlich wieder in Form, schön schwarz. Und das Ding holt meiner Meinung nach die Wutbox nochmal so richtig raus, weil der Rest war relativ enttäuschend. Gremlins. Ein T-Shirt von den Gremlins. Und damit bin ich extrem zufrieden und finde, das hat, wie gesagt, die Wutbox nochmal so ein klein bisschen gerettet. Trotzdem bleibt es dabei insgesamt die für mich meiner Meinung nach enttäuschendste Wutbox, die ich bis jetzt hatte. Wie ist eure Meinung? Gerne mal unten in den Kommentaren. Ansonsten seht ihr den Abo-Knopf und auf der rechten Seite zwei andere Videos. Klickt da gerne mal drauf. Herr Abel bedankt sich auf jeden Fall für das Zuschauen und hofft, ihr seid trotzdem auch in diesem Monat wieder mit dabei, wenn die Wutbox hoffentlich früher kommt. Herr Abel sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.